Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Challenge von mir. Heute gibt es wieder mehrere Mottos, wie so oft. Tag der Eistüte, autofreier Tag, Tag der weißen Schokolade, Hobbit-Tag und Welt-Nashorn-Tag und auch noch One-Web-Day-Tag. Ach ja, und Ehrentag des Elefanten. Also, ich habe mich für den Welt-Nashorn-Tag entschieden. Wie ihr seht, zeichne ich gerade ein Nashorn. Und ich finde das auch sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil Nashörner ja eine gefährdete Tierart sind. Und diesen Welt-Nashorn-Tag gibt es schon seit 2010. Und die Nashörner sind halt gefährdet, und zwar alle 5 Nashornarten. Und es ist natürlich auch so, dass der Welt-Nashorn-Tag daran erinnern soll, nicht Wilderei zu begehen gegen die Nashörner, damit der Bestand nicht noch weiter runtergeht. So, dann gibt es ja auch noch den Hobbit-Tag. Da habe ich jetzt versucht, ein Hobbit zu malen, der oben auf dem Nashorn balanciert sozusagen. Und der Welt-Hobbit-Tag, jeder kennt vielleicht die Hobbits, und das kommt ja auch von dem Herr der Ringe, und es gibt ja auch natürlich Bücher vom Hobbit. Und warum ist dieser Tag auch an dem 22. September? Das liegt daran, dass laut beiden Werken, der Hobbit und der Herr der Ringe, ist das Datum, also der 22. September, zugleich auch der Geburtstag der beiden Protagonisten und Hobbits Bilbo Beutlin und seines Neffen Frodo Beutlin. So, jetzt mache ich noch einmal auch natürlich Farbe ins Spiel. Ich lag eigentlich so immer ganz gut in der Zeit. Deshalb habe ich gedacht, ich gestalte das jetzt einmal farbig. Also für Nashorn zeichnen habe ich mir natürlich eine Vorlage angeguckt und auch ein bisschen natürlich abgeguckt, weil ich habe noch nie ein Nashorn gezeichnet. Und ja, ich wusste zwar schon, dass sie sehr massiv sind und so weiter, aber so, wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte, habe ich natürlich nicht ganz die Proportionen hinbekommen bei dem Nashorn. Also die Beine wirken ein wenig zu lang für meinen Geschmack. Ja, aber das ist dann halt so. Und nochmal zu den Nashörnern. In Südafrika leben fast 80% aller Nashörner. Und den Wilderern geht es natürlich wie so oft um das Horn des Nashorns. Genauso wie es bei den Elefanten, da wir ja auch nun Ehrentag des Elefanten heute haben, geht es natürlich auch um die Stoßzähne. Und die Wilderer töten zwar nicht unbedingt immer die Nashörner deswegen, aber wenn man da mal schön Dr. Google eingibt und da die Bilder sieht, wie es aussieht, wenn den lebenden Nashörnern sozusagen, die dann noch weiterleben, das Horn entfernt wurde, es sieht einfach nur furchtbar aus. Und die Hörner haben wohl einen Wert auf dem Schwarzmarkt von bis zu 55.000 Euro pro Kilogramm. Und das ist echt Wahnsinn. Und naja, also man kann natürlich schon auf der einen Seite sagen, okay, wenn jemand kein Geld hat, versucht er Geld zu beschaffen, aber es muss nun wirklich nicht auf diese Art und Weise geschehen, um ein Tier deswegen zu quälen. So, und dann noch einmal im Jahre 2020 wurden laut einer Quelle in Südafrika insgesamt 394 Nashörner getötet. Und wenn man bedenkt, dass das eine bedrohte Tierart ist, ist das schon wirklich sehr traurig, und auch traurig, dass es immer noch Abnehmer für diese Hörner gibt. Weil wenn die keiner mehr abnehmen würde, keiner mehr kaufen würde, würde auch die Wilderei aufhören.
Gut, wie ihr seht, bin ich schon soweit fertig mit dem Nashorn. Habe versucht, die Schatten gut einzubesetzen, dass man auch noch die Rippen so sehen kann. Der Hobbit ist fertig und jetzt habe ich gedacht, ich mache noch mal ein bisschen Steppenlandschaft dahin, also ein bisschen Gras. Ich hatte nicht mehr viel Zeit. Das musste allerdings reichen. Das war's für heute. Bis morgen.